Ein Hallo von mir, herzlich willkommen von eurem Charles. Ich begrüße euch zurück in der Division 2, meine Agents. Heute mit einem Sniper-Bild. Und zwar wurde ich gefragt, jetzt wo ja die Nemesis da ist, ob ich nicht ein Sniper-Bild habe. Ich sag gleich dazu zwei Sachen. Und zwar erstens, ich bin jetzt nicht der professionellste Sniper. Also ich habe hier zwar einen guten Aim, denke ich mal. Aber es geht auf jeden Fall besser. Ich drücke manchmal halt einfach zu früh ab. Ist halt einfach so. Und zweitens, bezüglich Builds habe ich mich jetzt auf meinem Kanal immer gescheut, irgendwelche Builds zu zeigen, komplette. Denn auf YouTube, so wie Wiz zum Beispiel und so weiter, sind wirklich, wirklich Profis am Werk. Und deswegen seid ein bisschen nachsichtig, sollte das Build jetzt nicht hundertprozentig sein. Denn gerade in dem Spiel, es gibt unzählige Builds, die man spielen kann. Und im Grunde soll das jetzt nicht ein Bild sein, mit dem ihr nur spielen sollt, sondern es soll so ein Bild sein, das euch zeigt, wie ich denke oder wie ich halt mein Spiel gestalte. Wie sieht mein Bild aus? Und zwar, ich spiele hier eigentlich ein relativ, ja, aggressives Bild mit 10-5-0. Man sieht, ich habe nur 5 Verteidigung, Fertigkeiten überhaupt nichts. Hier, ich brauche keine beim Sniper. Und ich würde euch vorschlagen, spielt dieses Bild nicht unbedingt solo in Instanzen, sondern es ist eher, ja, für die Gruppe gedacht, das heißt eher defensiv bleiben selbst, aber natürlich durch die Sniper, durch die Reichweite und durch den enormen Schaden können wir natürlich doch einiges anrichten. Was habe ich? Und zwar, man sieht, ich habe die Nemesis, ich komme hier auf 412.000 Schaden. Das ist natürlich schon inklusive die Werte, die ich habe, das heißt, hier rechnet das dazu. Und als die Zweitwaffe in Anführungszeichen, auch wenn es hier auf Slot 1 liegt, spiele ich mit Sturmgewehr. Warum habe ich ein Sturmgewehr mit, es ist so, ich bin doch drauf gekommen, jetzt nur mit Scharfschützengewehr, vor allem bei der Nemesis durch dieses Visier, man zielt relativ weit. Sobald ein Gegner ein bisschen näher ist, dann switche ich eben auf mein Sturmgewehr und deswegen ist dieses Bild jetzt ein Sniper-Bild, das aber auch Richtung Sturmgewehr ausgerichtet ist. Wie sieht's aus? Und zwar bezüglich, was habe ich drauf? Ausstattungstalente. Sicherheitsvorkehrung, das fällt raus, das ist noch auf meinem Bild drauf, aber das wird auch genervt in nächster Zeit. Also hier mit die 5, da komme ich auf keinen Fall hin. Was ich aber drauf habe, ist ein Berserker. Das einfach eben, weil ich auch mein Sturmgewehr habe, ganz klar. Dann schonungslos, hier habe ich mehrmals schonungslos drauf. Ich glaube 1, 2, 3 mal schonungslos, also 15% mal 3 eben auf Elite-Gegner. Einmal gehärtet für die Rüstung, man sieht 220.000, ja, ein bisschen was sollte er schon aushalten. Und opportunistisch, hier ist die Zerstörung eines gegnerischen Schwachpunkts oder Rüstung, erhöht den Schaden um 10%, denn der Gegner aus allen Quellen erleidet für 20 Sekunden. Hier brauchen wir im Scharfschützengewehr. Das ist ein Talent, das ihr unbedingt mitnehmen solltet. Also opportunistisch hier das auf jeden Fall, wenn ihr Scharfschützengewehr spielt, auf jeden Fall mitnehmen. Einmal volltanken, das habe ich auch noch drauf. Bei den Waffentalenten hier, das kommt von meinem Sturmgewehr. Der Brotkorb, den spiele ich eigentlich sehr, sehr gerne. Vor allem auch, weil die Stapelgröße hier natürlich auf 10 ist. Und wir haben ja von der Waffe, und zwar von der Nemesis, nämlich 25% mehr Kopfschussschaden. Das heißt also, wir haben schon 25% mehr Kopfschussschaden plus den Brotkorb, hier nochmal 50 dazu. Das heißt, ihr könnt euch selbst hier mit 75% eigentlich hochbuffen. Sieht dann auch so aus, wenn ich hier jetzt ganz normal meinen reinen Wert nehme zum Beispiel. Ich habe jetzt hier, wo ist der Kopfschussschaden? Ich suche ihn gerade. Und zwar hier, jetzt habe ich 97. Und wenn ich bin ja jetzt am Schießstand, wenn ich das jetzt nur kurz zeige, ich habe 97 und wenn ich jetzt mein Sturmgewehr ausrüste, ich muss hier nur auf Elite stellen, sonst ist das Ding zu leicht. Und wenn man sieht, ich hatte 97 und wenn ich jetzt meinen Brotkorb auflade, das heißt auf meine 10 Schuss, dann sieht man natürlich in den Werten, dass es eben dazu gerechnet wurde. Und dann habe ich eben hier Kopfschussschaden 147 und das eben auf dem, ja, auf dem Sturmgewehr. Und das finde ich eigentlich geil, weil gerade mit dem Sturmgewehr, man zielt auf den Gegner und man geht eigentlich dann immer hinauf auf den Kopf. Und ich habe eigentlich auch mit dem Bild, obwohl ich so hoch bin, eigentlich verteidigungstechnisch kein Problem, da ich eben den Gegner eigentlich relativ flott, ja, einfach, ja, wegbürsten kann. Ist halt einfach so. Was haben wir noch drauf? Distanz, einfach für die Reichweite, kommt auch von der Waffe. Kanone, das ist eher, ja, erhöht die Wurfweite um die 10%, das ist auch, ja, optional drauf. Das von der Nemesis, das habt ihr sowieso drauf. Ein Sadist habe ich noch dazu, blutende Wunden hinzufügen, Nachladetempo höher. Also das sind so Sachen, da müsst ihr eben gucken bei eurer Waffe selbst,
Denn, und jetzt natürlich das, was euch am meisten interessiert, was kann das Bild? Und zwar eben hier meine MK16, hier habe ich drauf eben den Brotkorb, den haben wir gerade besprochen. Einmal die Distanz für die Reichweite und eben diese Kanone, das kommt von hier. Bezüglich den Mods, hier könnt ihr eigentlich frei spielen, also habt ihr hier nicht so das Problem. Ich habe ein bisschen kritische Reichweite drauf, dass ihr ein bisschen weiterkommt, mehr Patronen, Nachladetempo einfach schneller und eben Schaden gegen Elite-Gegner hole ich mir hier nochmal 5% dazu. Denn gerade eben, wenn der Gegner näher ist, da muss ich umspringen von der Nemesis eben auf das Sturmgewehr und dann ja, habe ich eben 5% mehr Elite-Schaden. Die Nemesis selbst brauchen wir nicht besprechen, die hat eh jeder gleich. Hier, wenn ihr einen zu niedrigen Wert habt, dann rollt sie einfach neu. Ich habe, glaube ich, 2 oder 3 Mal gerollt. Mein Wert war unter aller Sau das erste Mal und beim dritten Roll, glaube ich, hat es gepasst. Also wenn ihr genug von den ganzen Ressourcen habt, nämlich von den exotischen Komponenten, ich habe immer noch 3, dann rollt halt und wenn ihr denkt, das ist in Ordnung, ja, dann nehmt das Teil. Wie sieht es weiter aus? Und zwar wieder ins Inventar zurück. Beginnen wir bei der Maske. Hier habe ich einen Murakami Industries drauf. Warum nehmen wir hier am Murakami? Ganz einfach, wir haben relativ hohe Werte vom Schaden gegen Elite-Gegner. Bei den ganzen anderen, da habe ich zum Beispiel nur 27 drauf. Hier hätte ich gar keinen drauf. Das ist hier bei der, seid ihr noch relativ flexibel bei der Maske. Guckt aber nur, ich habe hier dazu natürlich schonungslos. Also ich habe hier 15% Schaden gegen Elite plus die 32. Also wenn ihr sortieren, sind wir 47 alleine von dem Teil und das ist natürlich schon der Hammer. Also 47% Schaden gegen Elite-Gegner haben wir hier von der Maske. Jetzt beim Rucksack, hier Airaldi Holdings. Und hier habe ich den Markensatz komplett. Das heißt, ich habe 3 Teile der Airaldi in meinem Set. Warum? Ganz einfach, ich habe Präzision, Kopfschussschaden 10% plus die 10% Scharfschützengewehrschaden. Die addiert er natürlich dazu bei unserer Nemesis. Und hier habe ich drauf als Attribute, wie man sieht, sehr viel Rot. Dann komme ich auch auf die 10. Chance auf kritische Treffer, Waffenschaden. Hier müsst ihr einfach gucken, was ihr eben gerollt habt, was oben ist. Und schonungslos 15% Schaden gegen Elite-Gegner. Das heißt, hier hole ich mal wieder was dazu, plus die ganzen Mods. Hier sieht man wieder eben Sturmgewehr bei mir im Fokus mit Scharfschützengewehr. Wenn ihr eben Modplatz habt, dann nehmt das dazu. Es bringt jedes Prozent was, also ihr werdet 10 Grad gegen Elite-Gegner, 1% macht ja relativ viel aus, das heißt, wenn ihr irgendwo 3, 4, 5% mehr habt, dann macht es wirklich, wirklich Sinn. Hier würde ich auch euch keinen anderen Rucksack vorschlagen, denn hier, wie gesagt, brauchen wir dieses Dreier-Set. Weiter geht's mit der Brustplatte. Hier habe ich einen Fenris Group. Den, warum? Wegen den 10% Sturmgewehrschaden. Also hier seid ihr flexibel. Ich hätte hier mehrere, ich habe hier drauf den Berserker plus gehärtet, man sieht's. Wichtig ist der Berserker, der eben für Sturmgewehr, ich habe hier, wie man sieht, Fenris eine Alternative. Hier hätte ich auch Sturmgewehrschaden, Berserker und Elite-Schaden, aber hier ist es so, da passen mir hier nicht wirklich die Werte. Also wenn man hier auf sicher gehen will, dass man sagt, ich will ein bisschen mehr Rüstung, aber da ich auf dem diese 10% gehärtete Rüstung drauf modifiziert habt, habe ich eigentlich mehr drauf, man sieht es hier in der Rüstung, als auf dem anderen Teil. Als Alternative wäre der Sokolov-Konzern hier natürlich als Alternative zum Sturmgewehr. Wenn ihr habt, dann nehmt es mit MP-Schaden. Attribute müsst ihr raufholen, guckt, ob ihr, was ihr als Talente drauf habt. Hier müsst ihr einfach gucken, wenn nicht, nehmt ein bisschen was Höheres, so wie hier mit Rüstungsgeneration, wenn ihr euch nicht sicher seid, wenn ihr ein bisschen sicherer spielen wollt. Also hier seid ihr dann flexibel. Also das ist eines der Teile. Hier könnt ihr austauschen, was ihr im spielt. Sturmgewehr, MP, wenn ihr Gewehr spielt. Das heißt, hier könnt ihr die 10% einfach flexibel spielen. Das eben hier bei der Brust. Bei den Handschuhen, hier holen wir uns wieder eben das zweite Teil für das Araldi-Set. Hier Scharfschützengewehr modifiziert mit 8% und hier habt ihr drauf dieses opportunistisch. Und da ist eben das, benötigt dieses Scharfschützengewehr und drum, hier das ist optimal eigentlich. Ich habe hier das komplette Teil für Scharfschützengewehr, Scharfschützengewehr plus Scharfschützengewehr. Also das denke ich einmal, das ist relativ gut bei mir im Set. Hier bin ich sehr, sehr zufrieden damit. Weiter geht's beim Holster. Hier eben das letzte Teil der Araldi Holdings. Hier eben Schaden durch Crit. Ich hätte gern was anderes gehabt, aber man sieht es bei mir, ich habe echt nichts mehr bekommen von Araldi. Nur mehr hier mit Lebensenergie. Das heißt, ich habe das drinnen gelassen. Hier, das kann ich auf jeden Fall definitiv noch ausbauen. Also hier ist noch nicht das Limit erreicht, denn einmal volltanken, das hilft mir nicht wirklich viel. Also hier kann man definitiv noch ein bisschen was verändern, aber hier eben Markensatz 3 von 3. Hier der Abschluss eben, um diese 10% Scharfschützengewehrschaden zu bekommen. Das letzte Teil hier bei den Knieschodern, hier seid ihr auch flexibel.
Hier habe ich ein bisschen rumprobiert. Ich habe zuerst einen Fenris Group. Dachte mir wegen diesen 10% Schutz vor Elite-Gegnern, aber es war nicht wirklich notwendig, weil erstens der Schaden ist eh sehr hoch und ich habe mir dann eher diesen Giller Guard genommen, dass ich komplette Rüstung einfach mehr gesamt habe, auch gegen andere Gegner, plus eben Elite-Schaden, die 15%, habe nur hier in die Mods eigentlich rein nur Lebensenergie und Bonusrüstung rein, damit man eben hier wirklich nicht aufs Papier rumrennt. Man hält ein bisschen was aus, aber wie gesagt, zum Solo-Spielen ist es auch nicht wirklich, ja, von mir wirklich nicht gedacht. Was habe ich hier drinnen? Und zwar hier die Heiler-Drohne. Die habe ich mitgenommen, das heißt also Reparaturdrohne, so heißt es richtig. Also das ist meine Reserve, die Reparaturdrohne. Und weil ich sehr gern spiele, mein Chemwerfer mit Feuer. Das ist einfach von mir so Affinität. Ich spiele einfach gern, ich mache gern Feuer, wie die meisten aus den Streams wissen. Also ich habe relativ Freude mit dem Chemwerfer Feuer. Also hier könnt ihr dann auch frei wählen natürlich. Aber das sind Sachen, jo, ich denke hier unten, diese Heiler-Drohne macht relativ viel Sinn, denke ich mal. Soll es wirklich darum gehen, wenn ihr in der Deckung seid und ihr könnt euch vielleicht nicht heilen oder so, schmeißt die Drohne rein, dann könnt ihr immer noch mit dem Scharfschützengewehr weiterschießen. Die Werte jetzt komplett kumuliert, also alles zusammengerechnet. Hier, wenn ich es jetzt umstelle, ich muss hier nur meine Waffe wechseln, man muss es immer auf den 1er-Slot legen. Wenn ich die Nemesis wissen will, ich habe jetzt auf der Nemesis eben am Scharfschützengewehr 412.595 Waffenschaden, 13% Chance auf Crit, 38 Schaden durch Crit. Das ist eher zu vernachlässigen, denn wir spielen Kopfschussschaden. Man sieht 163% Reichweite, Nachladezeit, Nachladetempo, Bonus 30%, Präzision, Stabilität, das holt man sich sowieso. Waffenhandling brauche ich keins, aber was wir hier brauchen, wir haben Schadenbonus 17% für alle Waffen. Die 13% fürs Sturmgewehr, das holen wir uns eben auch über das Set, diese 10% kommen vom Set plus 3 von einem Mod. Hier Scharfschützengewehr Schadensbonus zusätzlich 21, das holen wir uns auch vom Set. Und wenn wir dann sehen, hier für die Elite-Gegner hier natürlich 77%. Also hier sind wir relativ hoch, denke ich mal. Und ich denke, dass es eigentlich ein relativ gutes Set ist. Lass mich natürlich auch gerne verbessern. Also wenn ihr Vorschläge habt, schreibt es das ruhig in die Kommentare hinein. Und ich werde euch jetzt noch ein bisschen Gameplay einspielen, wo ihr seht, wie ich das Ding auch spiele. Somit, ich bedanke mich fürs Zugucken. Schreibt es mir in die Kommentare, was haltet ihr davon? Ist es in Ordnung? Was macht ihr für Sets? Was kann man vielleicht verbessern? Spielt es vielleicht anders? Und somit, kommentieren nicht vergessen, Daumen nach oben, wenn es euch gefällt. Natürlich soll es euch nicht gefallen, was ich auch habe. Es wäre nett, die, was den Daumen runtergeben, schreibt es mir hinzu, warum. Denn nur dann kann ich mich verbessern. Also wenn es jemandem nicht gefällt, ich bin sehr wohl kritikfähig. Keine Angst, ich blockiere niemanden oder so, wenn man einfach normale Kritik äußert. Kein Problem, wenn man jetzt schreibt, Charles, du bist der Trottel, dann sehr wohl. Ja, oder ich wurde auch schon als Nazi verglichen. Dann natürlich gibt es einen Blog auf YouTube. Aber ja, lange Rede, kurzer Sinn. Daumen nach oben, Abo und somit ein Tschüss von mir. Bis zum nächsten Mal. Schütze das Ziel! Tango, ihr Lieben!